Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Cast Clash Lost Conflict Vorstellungsvideo. Heute will ich euch den guten Death Knight oder auf Deutsch Todesritter vorstellen. Der Held ist heute rausgekommen und ich will euch heute mal sagen, wie ihr diesen neuen Helden bekommt, welche Fähigkeiten der hat und wie man ihn vielleicht auch einsetzen könnte. Bekommen tut man ihn nicht über Splitter wie in der letzten Zeit in sehr vielen Videos angepriesen, nein, man bekommt ihn, tada, durch Gems. Man kann wieder tausende, Millionen die Gems verrollen, um diesen einen Helden zu bekommen. Natürlich besteht immer die Möglichkeit, dieses Ganze mit 150 zu schaffen, aber die meisten bekommen ihn natürlich nicht sofort. Also das heißt, hier ist wieder ein Gem-Only-Held im Feld. Oh, hat sich sogar gereimt. Aber wir schauen jetzt mal, was kann der Todesritter überhaupt mit seiner Fähigkeit namens Meteorschnitt. Und diese Fähigkeit von ihm Meteorschnitt ist wirklich meiner Meinung nach sehr interessant für Spieler, die zum Beispiel in Wellen nicht so gut sind. Denn er fügt seinem nächsten Ziel einen Flächenschaden zu. Das heißt, wenn da jetzt ein Kürbisherzog denkt, er kann dahin laufen, dann greift der Death Knight ihn an und macht einen Flächenschaden um diesen Gegner herum, so wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall für Wellen wieder sehr interessant, aber er hat natürlich noch mehr in seiner Fähigkeit, denn seine nahen Verbündeten können 4 Sekunden lang einen Debuff blocken. Ein Debuff ist zum Beispiel das, was Arius macht. Er zieht diese blaue Leiste oben nach unten. Und das wird 4 Sekunden lang durch den Meteorschnitt geblockt. Die Abklingzeit ist bei, ich blende es mal kurz ein, 7,7 Sekunden bei 2 von 9. Also eine riesige Abklingzeit haben wir hier wieder. Das ist natürlich dann wieder sehr interessant für Wellen. Er macht Flächenschaden, er regeneriert den Buff, sag ich jetzt mal. Also er hält den Debuff auf, aber er hat auch Abklingzeit und er wird wiederbelebt. Ein Level 5 von 5 Wiederbeleben sorgt dafür, dass unser Death Knight quasi 2 Leben hat. Das Ganze hört sich jetzt natürlich erstmal richtig interessant an. Ein neuer Held ist doch immer mal wieder schön, aber was kann man da überhaupt mit anfangen? Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Death Knight ist ein 100%iger Nahkämpfer. Er hat ein riesiges, großes Schwert, das auch in seiner Fähigkeit beinhaltet wird. Ihr habt es gerade schon gesehen seine Fähigkeit. Es wird ein riesig großes Schwert von oben in den Boden gerammt und ihr seht schon, die ganzen Truppen wurden gerade zerstört. Er greift zwar nur einen Gegner mit seinem Schwert, das von oben kommt, an, aber außenrum wird AOE, also Flächenschaden, erzeugt und das ist natürlich gigantisch cool für die Wellen. Natürlich, dank seinem 5 von 5 Wiederbeleben ist auch nicht so schlimm, wenn er doch einmal stirbt, denn er wird ja dann wiederbelebt. Und wir schauen jetzt nochmal kurz, so holt er quasi aus. Ich finde die Animation von ihm ist auch recht gut, ist auch wirklich iGood Games richtig gut gelungen. Aber mir ist auch wirklich immer eure Meinung wichtig. Es ist wieder ein Game-Only-Held. Was haltet ihr von dem neuen Held? Habt ihr ihn vielleicht sogar schon gerollt? Also ich finde seine Animation mal wieder richtig geil. Der kleine Stecher, der hackt hier wirklich sein Riesending in den Boden rein. Da kann er wirklich mal mit rumfuchteln. Wortwörtlich, und ihr habt es gerade schon gesehen, der Flächenschaden, der ist wirklich hier gigantisch. Er wird hier wiederbelebt, ihr habt es gerade schon gesehen, also so viel macht die Wiederbelebung nicht gerade viel, aber er wird wiederbelebt und hat damit hier gerade sogar das Dungeon im Hintergrund gewonnen, also ist auf jeden Fall ein sehr schöner Held. Aber vielleicht habt ihr ihn selber schon gerollt, was haltet ihr von dem kleinen Todesritter? Also ich finde ihn wirklich cool. Endlich mal wieder ein Held, der neben Vladimir auch in den Wellen sehr interessant werden kann. Meine Meinung ist jetzt erstmal Nebensache. Ihr haut jetzt rein in die Kommentare. Vielleicht werde ich ihn auch rollen. Ich hau jetzt diese Woche noch ein paar Videos zu dem neuen Helden raus. Ich werde auch selber einen Hero-Test machen. Da nochmal wirklich alles durchgehen. Ich werde in die Arena gehen. Dungeons, Wellen, Dings, der Bums, der Dings, also ich werde alles mit dem Kleinen machen, was man so machen kann, um ihn wirklich hier mal in das Tiefste rein zu testen. Und dann werden wir mal wirklich so schauen können, wie er denn sich so schlägt, wortwörtlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den neuen Helden zeigen und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.